Servus, aus dem Mal und grüß euch, die Buben. Ja, sicher ist euch das schon aufgefallen. Volles Gepäck, es gibt einen Oberleiter. Ja, es geht diesmal am Steinbruch. Diesmal auf den anderen, nicht wo immer mein Lagerfeuer steht, sondern auf den anderen. Dort sind auch zwei Lagerfeuer stehen, wo man schon öfters. Und dort triff ich auf einen Besuch, weil diesmal gibt es den Oberleiter zu dritt. Also, gehen wir mal. Da dahinter sind sie versteckt. Und wer ist da? Walter der Wiener und Mike der Austrian Bushman. Und die Hundsitz. Grüß Gott! Liga! Sieh was, Bube! Und meine Mäuschen! Hallo! So, das Pentagon steht einmal. Und jetzt kommt noch die Inneneinrichtung dran. So Vorzimmer, Küche, Kabinett, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer und so Konsorten halt. Ja, da stellst du den Henkel aber eine zu, weil da ist weniger heiß wie da jetzt da. Genau. Und wie man schon gedacht, die kommen nicht einmal rauf. Ich habe auch geglaubt, die kommen nicht rauf. Aber was man wollte, ich auch nicht mehr. Ja, Freunde, heute bin ich einmal nicht allein. Die restliche Crew ist auch da und trotzdem grüßen wir natürlich alle Krankensessel und dann den Rest der Welt. Prost, Freunde! Prost, Freunde! Prost, Freunde! Ui, ist der Arsch! Zuerst grüßen wir den Rest der Welt und dann übernehmen wir es. Und dann genau übernehmen Na, ist ein Kaffee, ist ja nichts für die Bube. Herrlich. Die gehört dazu, das muss sein. So, Hühnercurry mit Gemüse gibt's und den geliebten Onkel Brain. Naturreis mit Quinoa, oder wie der
passt. Wirklich ein bisschen. Ich mache am liebsten Menü, wenn ich ein bisschen anreißt. Ich bin ein Rest da, wenn es dann wüsste, dann gepennt. Ich habe genug gegessen. Das war schon fast zu viel. Und gegessen haben wir brav, ja. Habe ich schon mal gesagt, dass unter den Feuer warm ist? Komisch, hm? Ja. Papi ist fertig. Da hol ich mir mal die Kohlen aus dem Feuer quasi. Ja, dann sage ich mal Mahlzeit. Mahlzeit, Kalli. Danke. Den Rauch habe ich schon da, passt. Ich hab das ja gesagt, wenn du dich umsetzt, da der Wind. Ja, geht schon wieder weg, schau. Findest du das von oben oben? Ja, Freunde, die Walter und der Mike haben sich ins Bettel gehört und ich werde es dann auch machen. Ja, werden mich dann auch verschüssen, schon langsam. Ja, Freunde, jetzt liege ich schon langsam im Bett auf. Jetzt kurz vor 23 Uhr und ich wünsche jetzt einmal eine angenehme Nacht, aber man sieht sich morgen. Morgen. Ja, 7 Uhr. Es regnet leicht. Die ganze Nacht eigentlich immer geregnet. Die anderen beiden schlafen noch. Da ist noch ruhig. Ja, wir werden mal schauen, ich werde mich jetzt auch noch ein bisschen in den Schlafsack kuscheln. Ziemlich trüb. Naja. Man sieht sich später dann noch. Aber schau, nur das Feuer ausgelöscht, das ganz oben brennt. Ja. Morgenkaffee, Prost. Nein? Ja. Danke. Thanks. Ingwer Vanille. Der Wind ist weg. Mit dem Regen war der Wind weg, gell? Gut, bei dem Wetter geht kein, aber. Gestern sind wir schon gekommen. Aber wir sind auch gleich wieder gegangen. Aber geht noch, gell? Na sicher. So, na dann. Mal schon langsam zusammen.
Das nehme ich immer als Polster. Ja. Stopfe immer das Vlies rein und. Naja. Na dann, viel Spaß beim Eiersuchen. Hoffentlich. Mir gefällt, gell? Ja. Bis zum nächsten Mal. Gehabt dich wohl. Jo. Ich bin gerade wieder am Heimweg. Na, schöne Nacht, war zwar kalt. 3 Grad haben wir gehabt, circa. Ich habe kein Thermometer mitgehabt, aber die Station da in der Nähe hat 3 Grad angezeigt. Ja, was soll man machen? War ein bisschen sehr frisch mit den Truppen, aber ja, ich habe es überlebt. Ja, der Walter ist unter der Woche ziemlich eingespannt. Daher hat er das natürlich ausgenutzt mit dem Schlafen. Ich wollte ihm jetzt da gar nicht mehr aufwecken beim Gehen. Der Mike wird sich dann an meiner Stelle bei ihm verabschieden. Haben wir nicht das schönste Wetter? Es ist alles trübe und grau in grau. Ja, zumindest regnet es heute nicht mehr. Oder zumindest jetzt nicht. Ja, Freunde, das war's einmal wieder. Oberneiter, mein Mike und mein Walter, war tipptopp. Und ja, alles geht zu Ende. Und jetzt geht's ab nach Hause. Da unten steht mein Auto. Ich will mich an dieser Stelle gleich von euch verabschieden. Ich sag wie immer, danke fürs Mitlaufen, danke fürs Zuschauen. Und sag wie immer, meinen bewährten Spruch, Servus die Malen und pfiat euch die Burm.